Da wäre ich wieder mit Yakuza 6 und mittlerweile Kapitel 5, Fukumen, die Maske oder Masken. Nach der Lüge kommen die Masken. Wieder sehr mysteriös, es scheint, als würde es weitergehen mit ein paar Geheimnissen. Trottel, nicht so laut, Mann! Du machst dem Kleinen doch Angst! Mann, jetzt habe ich ihn doch gerade gewickelt und er hat schon wieder groß gemacht. Das bedeutet doch nur, dass es ihm gut geht. Also los, mach dich an die Arbeit. Was soll das denn? Wenn du in der Nähe bist, Chef, dann hört er irgendwie nie auf zu weinen. Was willst du mir denn damit sagen? Oh, jetzt ist aber echt Schluss. Ihr stört mich hier. Geht woanders hin. Was fällt dir denn ein, in so einem Turm mit deinem Kashida zu reden? Ich mach dich gleich kalt. Er scheint sich ja ein bisschen an uns gewöhnt zu haben. Wenn es doch nur ständig so wäre. Also gut, fertig. Scheiße, warum weinst du denn schon wieder? Entschuldigung, Kyuta. Ach, Kiryu sitzt da nur, während die sich um Haruto kümmern, oder was? Er schiebt ihn immer ziemlich ab. Anscheinend kommt er bei dir am besten zur Ruhe, Aniki. Weißt du? Ich denke, am allermeisten vermisst er die Arme seiner Mutter. Betretenes Schweigen. Also Aniki, wegen Haruka. Ja. Ich bin gestern direkt, nachdem du mir alles erzählt hast, zur Bar Kiyomi. Und... was hat Kiyo denn gesagt? Leider habe ich sie nicht angetroffen. Ach so? Stattdessen hat sie mir eine Nachricht hinterlassen. Was stand denn da drauf? Dass sie mit mir etwas besprechen will. Heute Abend... oben auf dem Berg, und da treffen wir uns. Ach ja? Wahrscheinlich will sie auch wie wir reinen Tisch machen und nicht länger was vor dir verheimlichen. Was redest du denn so daher, als hätten wir das so super geheim gehalten? Er hat dich doch von Anfang an durchschaut, oder nicht, Chef? Ja, aber das stimmt doch gar nicht. Unser Aniki hat doch bis gestern Abend nicht den geringsten Schimmer gehabt, oder? Ja. Nein. Ich habe so ziemlich von Anfang an gedacht. Es war dir ja wie aufs Gesicht geschrieben. Man sagt, man kann nicht in die Menschen hineingucken. Aber Haruto hier ist wohl ein fähiger Bursche. Ah, Moment mal, jetzt warte mal kurz, Aniki. Das habe ich jetzt nicht so richtig kapiert. Hat Kiryu ihn jetzt geärgert, weil Haruto Nagumo anheult und deswegen... keine Ahnung. Trotzdem sind die lustig. Ich mag die so gerne, die Jungs. Jetzt erstmal etwas Zeit in der Stadt vertreiben, bis es zum Treffen mit Kiyomi geht. Wow. Nicht abrauchen. Das ist gruselig. Mir ist die neue... PS4 schon zweimal abgestürzt und ich musste danach alles neu installieren. Das ist nervig und langwierig. Haruto ist wirklich zahm, wenn er einfach so hier gelassen werden kann, bei der Hirase Ika. Ich war am Wochenende bei Freunden, die ein Kind in einem ähnlichen Alter haben und da wäre nur eine Minute ohne Mami ein ganz großes Problem geworden. Aber immer noch besser als Trouble Mission. Was ist das hier? Ach, nur ein Schild, dass man hier keinen Müll wegwerfen soll. Ich finde das so cool, wie Kiryu immer sich manchmal umguckt oder auf die Uhr schaut, wenn er einfach so lang geht. Nicht so steif seine Animationen wie noch in den letzten Spielen. Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Katze gehört. Wo ist die Katze? Lasst mich mal in Ruhe, ich muss die Katze suchen, aber... nee, ich mache die zuerst und dann suche ich die Katze, das ist besser.
Hier. Ein Stein für dich. Oder für euch sogar. Kaputt. Ah, ordentlich Geld nochmal. Es freut mich, dass man auch hier keine Probleme hat mit dem Geldverdienen für Tränke und so weiter. Mal sehen, was es noch so an teureren Dingen zu kaufen gibt später. Ich habe ein paar Ausrüstungsgegenstände in dem Funfly-Laden gesehen, aber ansonsten nicht so viel. Und die Getränke sind nicht so overpriced wie bei Yakuza Zero, soweit ich es gesehen habe bisher. Scheiß auf den Blumentopf, einfach fallen lassen. Die armen Bürger von Onomichi sind sicherlich einiges gewohnt, wenn Kirio hier so ein paar Tage unterwegs war. An deren Stelle würde ich meine Blumentöpfe alle reinholen. So, wo bist du jetzt, Kitty Kitty? Ich habe ja hier auf dem Hinterhof letztes Mal nicht nachgesehen. Eigentlich nur, weil es immer so lange dauert, hier durchzugehen. Cool, dass es funktioniert, aber er ist immer so ein bisschen lahmarschig dabei. Den Safe haben wir schon angeschaut. Da war, glaube ich, dieses blutgetränkte Ding drin, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Jetzt weist er mich auch noch drauf hin, jetzt ärgere ich mich noch mehr, wenn ich sie nicht finde. Eben klang es so, als käme sie von hinten und dann klingt es so, als kommt sie von links. Vielleicht liegt es auch an meinem Kopfhörer. Der hat keinen Surround. Vielleicht ist sie auch hier oben auf dem Vordach. Die Spannung steigert sich ins Unermessliche. Machen wir wenigstens mal einen waghalsigen Sprung. Ach Mann, es ärgert mich total, wenn die ganze Zeit mautzt und ich sie nicht finden kann. Die hält mich ja zum Narren. Trouble Mission? Irgendwo hier in Onomichi ist ein Feuerteufel am Werk, in der Nähe des Hafens. Und dann, wenn ich die Katze nicht finde, mache ich das doch mal. Feuerteufel. Da stand nur irgendwas vom Brandstifter, aber ich muss dann immer Feuerteufel sagen und daran denken, als wäre das ein Fall für TKKG. Naja, das steht ja für The Kiryu Kazuma, gell? Oder? Nee, fällt mir gerade keine bessere Abkürzung ein. Und in meinem normalen Wortschatz kommt das Wort gell nicht vor, da ich nicht aus dem Süden bin. Auch wenn ich hier wohne. Ah, hier hinten ist er. Was ist mit dem? Er ist irgendwie verdächtig. Hey, was machst du da? Und er haut gleich zu. Ist auch äußerst verdächtig, wenn man an Getränkeautomaten sich zu schaffen macht. Vielleicht versucht er einfach nur seinen Drink daraus zu bekommen. In Zukunft lässt du das bitte bleiben. Vergib mir. Na, der ist ja gut zu Fuß. Ob ihn das abgeschreckt hat? Zumindest scheint der Auftraggeber zufriedengestellt. Dann mal ihn versorgen. Interessant, dass hier einzelne Gegner so rumstehen. Die trotzdem schon triggern. Bei Zero gab es ja die Betrunkenen und die mit den goldenen Anzügen, aber... Oh, was passiert jetzt? Du bist Kiryu, oder? Ach du, bist von den Seto Uchi Warriors? Genau. Ich heiße Chiba. Vielen Dank, dass du eingesprungen bist bei unserem letzten Spiel. Nein, nee, ich sollte mich eher entschuldigen, dass das so ausgeartet ist. Aber wie kann ich dir helfen?
Um ehrlich zu sein, würde ich gern nochmal um deinen Beistand bitten. Substory Förderung der Amateur-Baseball-Mannschaft. Ach, das ist dieses Baseball-Ding. Nochmal. Genau, wir haben viele Abwanderungen aus dem Team. Und wenn wir nicht genug Mitspieler haben, dann können wir nicht antreten. Bisher hat ja Ino alle zusammengehalten und dafür gesorgt, dass das Team spielen kann. Aber Ino ist in letzter Zeit immer so beschäftigt und schaut nicht mehr so oft bei uns rein. Deshalb suche ich jetzt nach Ersatz. Aber außer dir fällt mir da niemand ein, Kirio. Genau, der Außenseiter in dieser eng verwebten Community ist der, der ihm einfällt. Was ist denn der Grund, dass so viele dem Team in den Rücken kehren? Es fällt mir einfach schwer zu sagen. Ich glaube, das liegt an der Prügelei letztens, Kirio. Es hat einige unserer Mitglieder verschreckt und viele sind zu anderen Teams abgewandert. Das tut mir leid. Naja, eigentlich sind Nagumo und seine Leute schuld und die sind auch gesperrt. Also ich denke nicht, dass es nochmal zu einem Vorfall kommt. Aber um nochmal auf deine Hilfe zurückzukommen. Es bringt nichts, dich zu bitten, oder? Naja, ich habe gerade wirklich viel um die Ohren. Deswegen wollte ich eigentlich ablehnen, aber... Ich trage ja auch einen Teil der Verantwortung für euren Spielerspund. Also gut. Ich werde euch unterstützen. Oh, danke. Na, dann warten wir beim Baseballfeld auf dich. Ja, gut. Ich kann ein Taxi zum Baseballfeld hinnehmen. Jedenfalls tagsüber. Ja klar, da muss ich natürlich helfen, wenn dieses wichtige Amateur-Baseball-Team jetzt wegen Kirios Entgleisung so schlecht dasteht. So, gut, sonst die Substories sind wie gehabt. Schauen wir mal weiter. Ich höre schon wieder eine Katze, verdammt. Erlaubt sich das Spiel einen Scherz mit mir, oder was ist hier los? Ja, doch, ich guck mal vielleicht von hier oben kurz. Eventuell kann ich hier mehr sehen. Schon wieder eine Trouble Mission. Ach, da ist irgendwo ein Taschendieb unterwegs. Gut, vielleicht mache ich sie ja. Aber erstmal die Katze finden. Wo bist du? Ah, jetzt ist ja für Karte ab. Ist die gerade reingebeamt worden vom Spiel? Da kann ich ja lange suchen. Zeit für Cat Friendship. Und wehe, die geht mir wieder durch die Lappen. Kommt da nochmal kurz hingeschwebt. Das war schon mal nicht schlecht. Und das auch nicht. Wenn ich ihr das nochmal gebe, müsste es ja eigentlich reichen. Das scheint gut zu klappen. Oder bin ich waghalsig? Nee. Ich nehme einfach das. Mal gucken, ob sie zweimal das gleiche nimmt. Alles andere wäre auch Quatsch. Oh, eine Trophy bekommen. Ah, oh, die habe ich genug gezähmt. Dann rufe ich mal beim Kerl vom Katzencafé an. Hey, ist Kirio. Hey, ich hätte wieder eine Katze. Ah, super, danke. Und wo bist du gerade? In Onomichi. Onomichi? Wo ist das denn im Kamurocho? Ist das eine Straße? Nein, Onomichi in Hiroshima. Ach so, Hiroshima. Was, Hiroshima? Was ist? Du hast doch selbst gesagt, wenn ich eine Katze anfütter, dann kommst du sie im ganzen Land abholen. Ja, das habe ich schon, aber dass du wirklich im ganzen Land auch suchen würdest, ist... Aber gut, ein Mann, ein Wort. Ich schicke jemanden vorbei, gib die Katze dann dem. Bitte warte kurz, dann wickele ich es ab. Ich arbeite Part-Time in Nyan-Nyan Sabo. Ich bin hier für die Katze. Wenn du wieder eine hast, dann melde dich, ja? Bis dann. Ein Mann, ein Wort ist auf Japanisch eigentlich fast dasselbe, nur es heißt, ein Mann hat nicht zwei Worte zu sagen. Hier nochmal einen Mystery Drink, den sehe ich hier gerade im Automaten. Ah, hinten ist schon wieder irgendwas los. Ach, das ist auch mein
Story-Marker. Da führt ja wohl kein Weg so richtig dran vorbei. Ich könnte natürlich alles weiträumig umlaufen, aber mache ich gleich weiter da. So ist es also mit dem Katzencafé. Dann hat sich schon mal eine meiner brennenden Fragen geklärt. Dankeschön, dass du das erklärt hast, Spiel. Der Kerl hat noch nicht genug, Mann. Du wolltest abhauen, ne? Aber so leicht kommst du uns nicht davon. Ich schieße nur recht, Joe. Los, aufstehen. Du musst jetzt die Konsequenzen tragen. Hey, Moment mal. Was geht's denn hier zu beäugen? Hau ab. Ich weiß ja nicht, was hier los war, aber es reicht. Lass es gut sein. Was meinst du? Wird es einfach weitergehen sollen. Willst du echt hier reingezogen werden? Ist alles in Ordnung? Nein, hau ab, Alter. Lauf weg. Die hier sind... schon zu spät. Wenn ich so einen Schlaumeier hier sehe, dann kann ich nicht anders, als ihn glatt zu bügeln. Wer seid denn ihr überhaupt? Wer? Wir sind Justice. Ja, wir wissen, das ist Komei. Den haben wir schon mal gesehen. Du brauchst dich gar nicht vorstellen. Denn du wirst jetzt ins Jenseits befördert. Wer sich mit Justice anlegt, hat selber Schuld. Merkt ihr das? Justice? Ich dachte, das wären die Guten gewesen. Es klang irgendwie so, als ob die sich darum kümmern, dass die ganzen Gangs abgeschafft werden im Kamurocho. Und ich dachte eigentlich auch, die hätten was mit dem Social Network zu tun. Wohl nicht. Naja, wir werden es ja gleich erfahren. Die hatten jedenfalls gar nichts drauf. Vielleicht lag es aber auch an meinem Drink. Danke. Kannst du aufstehen? Ich hab dir doch gesagt, du sollst abhauen. Aber du hast mir geholfen. Echt Spitzenklasse, Mann. Ich glaube, du solltest besser zu einem Arzt. Auf jeden Fall sollten wir jetzt erstmal von hier verschwinden. Hey, Joe! Oh Mann, all diese Schweine von Justice. Sie sind sogar bis hierher gekommen? Du bist ein Freund von ihm, oder? Ja, genau. Hast du Joe geholfen? Danke. Vielen Dank dafür. Schon gut. Fürs Erste lass uns von hier verschwinden. Wenn die Nachhut kommt, wird's ungemütlich. Ja gut, wir haben einen Laden, den wir als Sammelort benutzen. Ich führe euch dahin. Gut. Vielleicht jetzt mal das Gaudi oder wo geht's jetzt? Nee, immer noch nicht das Gaudi. Wow, das ist also euer Hauptquartier. Meine kleine Schwester arbeitet hier. Der Chef ist auch ein guter Mann und unser Freund. Als ich euer Freund bin, kann ich mich nicht erinnern. Und dann nutzt ihr einfach noch mein Restaurant als Versteck? Kiryu? Es tut mir leid, dass sie dir Ärger gemacht haben. Ich gehe jetzt schnell was einkaufen, um Joe zu verarzten, ja? Ja, danke. Kiryu war es, richtig? Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Masao. Ich war gemeinsam mit Joe, also mit Jojima, auf der Grundschule. Ich in der ersten und er in der sechsten. Joe war für uns ein legendärer Raufbold. Und ist jetzt nach einigen Jahren wieder zurück nach Honomichi gekehrt. Da hat er wieder richtig Leben in die Stadt gebracht. Joe ist nach Tokio und hat sich da einen Namen gemacht. Er ist echt ein großartiger Typ. Er war sogar in der Führungsriege von Justice, dieser Organisation im Kamurocho. Hä? Ah, ich verstehe. Du meinst, du wunderst dich, weil Joe gerade von Mitgliedern von Justice angegriffen worden ist. Wir wissen auch noch nicht genau, was vorgefallen ist. Aber es hat den Anschein, dass Joe und Justice sich nicht unbedingt im Guten getrennt haben. Und jetzt kommen die Mitglieder von Justice in Scharen und fordern von Joe, die Konsequenzen zu tragen. Ah, ich bin denen auch schon begegnet im Kamurocho. Was sind denn das für Typen?
Die von Justice. Aha. Und du bist auch jemand aus dem Kamurocho. Danke für vorhin. Wenn du nicht da gewesen wärst, nicht auszudenken, was aus mir geworden wäre. Ich schulde dir mein Leben, Alter. Aber weil du mir geholfen hast, wirst du leider Probleme bekommen, denke ich. Denn auch du bist jetzt Justice ein Dorn im Auge. Na, so kommt es also dazu, dass Kidio gegen die ganzen Wrestler kämpft, oder wie? Die waren ja von der New Japan Pro Wrestling, oder wie das heißt. Was? Du hast im Kamurocho Komei getroffen, Kirio? Ja, wir haben kurz miteinander geredet. Ach ja. Dieser Komei ist Berater von Justice. Sozusagen die rechte Hand von Okada, dem Anführer. Ja, ich weiß, wer das war. Ja, genau. Der Okada war damals auch dabei. Ist es nicht der, der Rainmaker genannt wird? Ja, der Mann, der Geld regnen lassen kann. Er hat die jungen Leute im Kamurocho in seinen Bann gezogen. Viele junge Troublemaker, die ihn verehren, haben sich um ihn geschaut und haben so Justice zu viel Macht verholfen. Aber als ich angefangen habe, war Justice noch eine ganz andere Organisation. Da ist einiges vorgefallen und Okada hat Justice verändert, dass sie jetzt eher sowas wie eine Gang sind. Und deswegen hast du dich von Justice losgesagt. Ja, ich hatte gedacht, dass sie mich nicht bis hierher nach Onomichi verfolgen würden. Aber da war ich wohl zu leichtgläubig. Die Nummer ist unterdrückt. Wahrscheinlich sind die das. Ja, hier ist Joe. Ja, weiß ich. Nein, der Typ von vorhin hat mit all dem nichts am Hut. Er weiß auch gar nichts von Justice. Was? Hey, Moment, warte! Was ist Joe? Die Kerle haben deine Schwester geschnappt. Schwester? Du meinst Sachiko? Du machst doch Witze. Wenn wir wollen, dass hier nichts passiert, dann sollen wir hin. Und Kido soll auch mitkommen. Okay. Bring mich nur zu denen hin. Verstehst du nicht den Ernst der Lage? Wir können dich da schon hinbringen, aber unsere Gegner sind Justice. Da können gut und gerne 100 Mitglieder lauern. Das wäre keine Überraschung, wenn wir dabei draufgehen. Wenn du gegen 10 antrittst, dann kommst du zur Hilfe. Aber bei 100 nicht, oder was willst du mir damit sagen? Ich handle nicht nach so komischen Prinzipien. Die Leute, die Frauen als Geisel nehmen, schmecken mir ganz und gar nicht. Und deshalb gehe ich hin. Ich und meine Kumpel. Kann aber nur die Taugenichtse zusammentrommeln. Du willst mit denen gegen Japans größte Gang antreten? Verstehst du nicht, was das bedeutet? Ob die die Größten sind oder nicht? Ich werde auch nicht nach solchen komischen Prinzipien handeln. Es tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Und auch, dass ich so töricht gezögert habe. Kirio und du, ihr habt mir die Augen geöffnet. Wir gehen los und retten Sachiko. Los! Ich hole auch meine Freunde. Kirio, wenn du bereit bist, dann melde dich, ja? Okay. Wow. Da ist er gleich wieder ganz eingespannt. Das ging jetzt ja richtig schnell. Es ging jetzt so schnell, dass ich beim Übersetzen fast gar nicht mehr verstanden habe, was jetzt hier überhaupt passiert ist. Bin eine Übersetzungsmaschine. Aber was soll's? Ich meine, ich kann jetzt hier weggehen, aber ich glaube, wenn ich das jetzt hier nicht mit denen mache, dann kann ich die Story gar nicht fortsetzen. Und ich glaube, das, was jetzt hier mit denen läuft, ist die Sache mit dem Gang Creator, wo man diese Massenkämpfe machen kann. Ich weiß gar nicht, wie das dann ist, ob das wie bei Dynasty Warriors funktioniert oder wie das läuft. Also probieren wir es einfach mal aus. Das interessiert mich jetzt sowieso, weil das wird ja wahrscheinlich eines der größeren Minispiele sein. Kiryu, bist du bereit? Dann wollen wir mal los. Danke. Na, dann mal los. Hm.
Wie erwartet, ganz schön viele. Sie haben wohl auch erwartet, dass wir mit mehreren kommen. Aber wir haben ja ein paar Leute. Zwar weniger als die, aber wenn wir es richtig angehen, dann wird's vielleicht was. Diese Schlacht ist unsere zu schlagen. Es tut mir nur leid, dass wir dich damit reingezogen haben, Kiryu. Um ehrlich zu sein, müssen wir alle ins Angriffsteam. Aber so haben wir gar keinen Verantwortlichen für die Strategie. Wenn wir die frontal angreifen, müssen wir aufpassen, dass sie uns nicht einfach wegmetzeln. Deswegen solltest du unser Anführer sein und das Kommando über diesen Kampf übernehmen, Kiryu. Das Kommando? Genau. Du behältst den Überblick und gibst uns Befehle, wie wir am besten handeln und wo wir angreifen sollen, ja? Das ist ja normalerweise nicht so mein Style, aber verstanden. Justice sind eure Feinde. Daher solltet ihr ihnen auch in den Arsch treten. Gut, dann wollen wir mal. Wir holen Sachiko zurück. Wir müssen siegen. Es klingt, als ob jetzt ganz viel Tutorial käme. Mal sehen, was jetzt passiert. Ich bin sehr gespannt. Episch. Ganz viele geklonte Leute. Wahrscheinlich sind das so verschiedene Einheiten, die man dann hat oder so. Wow, das sind ganz schön viele. Okay, Clan Creator Battle. Besiege Justice. Kiryu ist der Anführer im Kampf zwischen unserer Gang und Justice. Delegiere deine Verbündeten, um in der Massenprügelei zu siegen. Es treten viele Kämpfer gegeneinander an. Und das Ziel ist, eine große Gang zu kreieren. So. Die Kampfregeln. Erfülle im Rahmen des Zeitlimits die Siegesbedingungen. Entweder gilt es beispielsweise alle Gegner oder einen bestimmten Boss zu besiegen. Die genauen Bedingungen stehen unter dem Zeitlimit. Da wo die 3 ist, kann man die Anzahl der verbleibenden Feinde erkennen. Und die Bedingungen stehen bei 2. Als Einsetzen der Mitglieder. Setze deine Freunde richtig im Kampf ein. Wähle jemanden aus und drücke Kreis. Dann sieht man den Einsatzbalken bei 2. Vorsicht, ist der nicht ausreichend gefüllt, kann man die Einheit nicht einsetzen. Die Einheit bewegt sich dann zum Cursor. Den Cursor kann man mit dem Stick bewegen, logisch. Jetzt der Unterschied zwischen Kumicho, also Clanführer, und Kumiin, also Clanmitglied. Mitglieder entscheiden den Kampf durch ihre Anzahl und die Anführer sind stark und haben Spezialattacken. Die Mitglieder sind günstiger und haben weniger Durchschlagkraft. Die Kumicho sind teurer, aber sind individuell und haben Skills. Die unterschiedlichen Klassen der Mitglieder, Kämpfer gibt es, die sind so Allrounder, dann Schützen, das sind Distanzkämpfer, die Stiernacken, sag ich mal, sind stark und langsam. Sturmtruppen mit Spezialmunition, die sehr starke Distanzangriffe starten können, und Bomber, die so Area of Effect Attacken machen können. Die Nutzung der Kumicho. Mit dem Dreieck kann man Skills einsetzen, wenn die Skills aufgeladen sind. Mit dem Kreis kann man den Bewegungsbefehl zum Cursor erteilen, mit dem Viereck die Kamera zum ausgefehlten Kumicho befördern. Außerdem, wenn der Kumicho alle Lebenspunkte verliert, geht er in den Behandlungsmodus. Wenn der Heilungsbalken wieder voll ist, kann er erneut eingesetzt werden. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt abschließend noch ein paar Strategien. Die Mitglieder sollte man immer gemeinsam angreifen lassen, also die Kumiin, denn einzeln werden sie schnell platt gemacht. Daher kann es gut sein, dass man erstmal den Deployment-Balken etwas aufsparen sollte. Und man soll immer schön die Skills der Kumicho einsetzen, denn die sind sehr stark und vor allem der Dropkick-Kiwami-Style-Skill von Joe. Den soll man auf jeden Fall benutzen, um den Kampf für sich zu entscheiden. Puh, ganz schön viel. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Also jetzt habe ich hier unten meinen Balken mit 33 Punkten. Und wenn ich hier die günstigen Typen auswähle, dann laufen die einfach automatisch los, aber ich kann die nicht mehr unabhängig voneinander steuern, wenn sie einmal losgelaufen sind. Aber den Typen hier mit der gelben Jacke, den kann ich direkt steuern, wenn ich ihn auswähle. Ah, jetzt wollte ich gerade seinen Spezialskill machen, hab's aber verpeilt. Weil er gehauen wurde wohl. Ging das nicht? Okay. Jetzt kann ich auch Joe endlich aufs Feld schicken. Er rennt einfach nach vorne, das ist ein bisschen nervig, der mit der gelben Jacke. Aber jetzt macht Joe seinen Dropkick Kiwami. Oh ja, das ist wirklich gut. Das ist ja cool, dass das hier so ein Echtzeitstrategie-taktikmäßiges Spiel jetzt hier ist.
Jetzt wünsche ich mir, dass es wieder ein historisches Yakuza in der Edo-Zeit oder so gibt, wo man Anführer über so eine Samurai-Armee ist und dann mit so einem ähnlichen Prinzip kämpfen kann. Das wäre voll cool. So, oh, jetzt habe ich den... Ich dachte, ich kann vielleicht den Skill direkt auf ihn da hinten machen lassen, aber wenn ich auf Skill drücke, dann macht Joe den Skill wohl, egal wo er gerade ist. Ach, und sein Skill ist Heilung, das ist natürlich auch sehr praktisch. Und das war... Das war es schon. Na, er war auch eher nur der Tutorial-Kampf. Ein bisschen chaotisch, ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Aber ich glaube, ich habe es so grundlegend verstanden. Wow. Ganz Onomichi jubelt. Yeah. Ach, die können sogar leveln? Ja, super. Und zwar ohne, dass die Deployment-Kosten höher werden, wie es aussieht. Nice. Dann haben die ein höheres Level, aber kosten immer noch gleich viel. Puh. Hast du uns gut angeführt, Kiryu. Wirklich, sehr gute Leistung. Ihr Scheißkerle. Denkt ihr, damit kommt ihr davon, ha? Ihr wisst doch, wie es mit Justice läuft. Wir haben über 1000 Krieger. Gegen uns könnt ihr nicht gewinnen. Wir haben Befehl von oben erhalten. Wenn wir euch nicht fertig machen, haben wir ein Problem. Ich erledige die Dinge zwar nicht gern auf diese Weise, aber ich habe keine Wahl. Helft mir. Aber ich bin schon ganz schlapp und brauche etwas Bewegung. Und außerdem kann ich ja Typen, die Frauen kidnappen, nicht ausstehen. Unterschätzt niemals Justice. Hier müsst ihr es dran glauben. Oh cool. Endlich mal den Messerkonter hinbekommen. Der ist ja schön eklig. So. Und dann du noch gleich Heat Move. Ja, legt euch auch nicht mit Kiryu an, ist auch besser. Nice. Schade. Es ist ganz schön schwer mit so einem Roller zu treffen. Wenn das alles so abprallt von der Wand. Vielleicht kann man das noch irgendwo freischalten, dass es nicht passiert. Das ging ja bei Zero auch. Dann kann man auch so freischalten, dass der Baseballschläger von Majima nicht immer überall hängen bleibt. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Aber mein Entschluss steht auch fest. Ich werde Justice stürzen. Und dann dem Rainmaker und dann Okada die Augen öffnen. Der Rainmaker, Okada und ich, wir waren Freunde. Jeden Tag haben wir gemeinsam im Kamurocho verbracht. Damals gab es dort viele Gangs. Die hießen Colors. Bloody Eye oder die Blue Seas. Die kamen unter der Bezeichnung Colors zusammen. Aber wenn man nicht dazugehört hat, konnte man damals im Kamurocho keinen Fuß an die Erde kriegen. Und weil wir da auch nicht zugehörten, kamen wir uns wie Ausgestoßene vor. Sie haben uns zu ihren Feinden gemacht und unsere Freunde gejagt, Leute eingeschüchtert, bis sie sich ihnen angeschlossen haben. Okada und ich, wir wollten so eine Vereinigung nicht erdulden. Und deshalb haben wir beschlossen, eine Gegenbewegung zu gründen. Das war Justice. Und Justice ist nun zu so einem Scheißhaufen, wie die Colors früher verkommen. Die Vereinigung, um einen Gang zu zerschlagen, wurde also selbst zu einer. Ist schon irgendwie eine gewisse Ironie bei der Sache, was? Aber was machen wir jetzt als nächstes? Machen wir Justice platt? Nachdem wir die hier geschlagen haben, wird Justice im Kamurocho sicherlich nicht einfach schweigen. Wahrscheinlich werden als nächstes die wahnsinnigen Sechs von alleine gelassen. Wer? So wird der Verwaltungsstab von Justice genannt. Okada hat hier, um die Struktur von Justice zu stärken, unter sich aufgestellt. Und dadurch ist die Bandenbildung von Justice noch weiter begünstigt worden. So wie ich es sehe, ist jeder von denen ungefähr so fähig im Kampf wie Kiryu. So stark wie Kiryu? Die sechs Wahnsinnigen, ja? Das klingt irgendwie doof.
Ich übersetze es mal mit Six Maniacs, dann cool auf Englisch, wenn das Justice ist. Das klingt irgendwie nicht so seltsam. Oder klingt seltsam, man weiß nicht. Ich nenne sie einfach mal so. Bei Yakuza Zero hießen ja die auch Five Billionaire. Wie hießen nochmal die anderen? Weiß ich gar nicht mehr. Dann sind wir also nun vollzählig, ja? Heute hat sich ein kleines Problem ereignet. Wie? Was für ein Problem? Ich hab zu tun, komm zum Punkt. Wurde jemand von den Bullen gecasht oder was ist? Hey, wenn es das sein sollte, dann nichts wie los, wa? Komm, ey. Es geht um Joe, oder? Woher weißt du das? Ich hab schon gehört, dass du eigenmächtig unsere Leute geschickt hast, um ihn zu verfolgen. Hey Komei, was soll das denn heißen eigenmächtig? Okada hat doch gesagt, Finger weg von Joe. Wieso missachtest du einfach eine Order? Ja, ganz ruhig, ist doch in Ordnung, oder nicht? Wer uns den Rücken kehrt, der muss mit den Folgen leben. Auch wenn er ein Gründungsmitglied ist, muss die Regel auch für Joe gelten. Justice ist eine Riesenorganisation. Wenn wir nicht hart durchgreifen, ist das ein schlechtes Zeichen nach unten. Aber komm noch zur Sache. Was ist denn jetzt passiert? Also, so wie es aussieht, hat Joe unseren Trupp, den ich geschickt hatte, platt gemacht. Was? Er ist, nachdem er uns verlassen hat, aufs Land, in seinen Geburtsort, Onomichi. Aber die Landeier von dort sind ihm wohl zur Hilfe gekommen. Na, das ist ja wohl kein kleines Problem, Komei. Das ist eine handfeste Blamage. Du hast damit unseren Namen durch den Dreck gezogen. Tut mir leid. Yano. Das hier sind Rüstungsausgaben. Kannst du bitte nach Onomichi gehen? Was, ich schon wieder? Ich meine von mir aus, aber dafür geht das Geld, das über ist, auch in meine Tasche, ja? Na, wie du willst. Aber denk dran, einer meiner Six Maniacs kann sich keinen versagen lassen. Wenn du erfolglos zurückkehrst, dann gibst richtig was auf die Eier. Nein, wenn du versagst, dann brauchst du gar nicht wiederkommen. So sind die Regeln bei Justice. Das weiß ich doch. Halt die Klappe. Macht euch doch keine unnützen Sorgen um mich, ihr Hohlköppe. Gut, ich geh da mal packen. Ich kaufe mir noch einen Reiseführer. Mach dich bloß bereit, Joe. Okay. Diese sechs Maniacs, die Six Maniacs, sind also die ganzen Wrestler, wie ihr gesehen habt. Sonst sieht niemand so komisch aus. Aber ich finde es schön, dass die mit dabei sind. Was? Wir gründen ein neues Team? Ja, Justice schickt uns sicherlich die sechs Maniacs auf die Pelle. Um gegen die zu bestehen, bleibt uns keine andere Möglichkeit, als selbst ein Team zu gründen. Sehr gut. Du wirst dann der Anführer unseres neuen Teams. Ein größeres Team als Justice. Nein, der Leader werde ich nicht sein. Wer denn dann? Kiryu, könntest du vielleicht unser Anführer werden? Was, ich? Ja, Justice ist eine große Organisation. Und daher brauchen wir auch ein großes Team. Aber ich bin leider nicht gut im Verwalten und darin, Leute zu motivieren. Und anzuwerben. Um ein neues Team anzuführen, um Justice zu schlagen, brauchen wir jemanden von deinem Schlag, Kiryu. Daher bitte ich dich, hilf uns! Ich verstehe, was du meinst, aber ich habe andere Verpflichtungen. Ich möchte meine Verantwortung als Mann übernehmen. Und ihm und Okada die Augen öffnen. Ich meine, er ist mein bester Freund, aber er ist vom rechten Weg abgekommen und ich kann ihn einfach nicht fallen lassen. Dein Freund, der vom Weg abgekommen ist. Ich verstehe, ich helfe dir. Also Kopf hoch. Danke, Kiryu.
Es freut mich wirklich, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Auf gute Zusammenarbeit. Übrigens, so sollen wir unser Team eigentlich nennen? Irgendwas, was Englisch anmutet, wie Justice, wäre doch cool. Ein Teamname? Ja, wenn wir ein Team aufstellen, dann brauchen wir als allererstes einen Namen. Irgendwas mit einem coolen Flair. Was Englisch anmutet, so wie Justice, denke ich. Ja, stimmt. Aber das soll unser Anführer entscheiden. Was ich? Ja, du bist unser Anführer. Du kannst doch sicherlich was Treffendes finden. Vielleicht irgendwas mit einem K, so wie K2016. Oder Kiryus Restaurationsherr. Obwohl, das mutet etwas altbacken an. Irgendwas mit meinem Namen, ja? Ein Teamname. Wie wär's mit der Kiryukai? Wie wär's damit? Kiryukai? Also Kiryu-Organisation? Was denn? Ihr meintet doch, eine Organisation. Da ist die letzte Silbe doch immer, Kumi oder Kai. Ja, schon, aber das klingt... Das klingt irgendwie so nach Yakuza. Nein, das ist schon gut. Unser Anführer hat gesprochen. Also, hiermit gründen wir die Kiryukai und zerschmettern Justice. Und beschützen meine Freunde hier in Onomichi und öffnen Okada die Augen. Yes! Das rocken wir! Sieh an. Oh Mann, ist das lang. Na gut, ich bin also jetzt der Anführer. Aber was soll ich eigentlich genau machen? Naja, also wie vorhin solltest du bei einer Schlacht das Kommando übernehmen. Und dazu dafür sorgen, dass die Kiryukai erblüht. Wie meinst du das? Naja, wir haben noch nicht so viele Mitglieder. Daher sollten wir sehen, dass sich uns noch mehr Leute anschließen. Damit bieten wir dann eine Anlaufstelle für Jugendliche und können irgendwann für uns stehen. Ich hoffe, du kannst auf deine Erfahrungen setzen, um ein gutes Team aufzustellen. Moment mal. Lade doch nicht alle Aufgaben auf mich ab. Ich meine, vielleicht wird dann alles nur noch am Ende die Struktur haben, wie die Organisation, der ich mal angehört habe. Ach, das ist doch in Ordnung. Mach das, wie du willst. Übrigens, für welche Firma hast du denn gearbeitet? Na, das ist ein Betriebsgeheimnis. Na gut, das geht schon. Organisier einfach alles so wie bei deiner Firma, das ist schon okay. Und wenn du den Aufbau des Teams ändern möchtest, dann sprich mich einfach an. Puh. Danke für deine Hilfe, Kiryu. Nichts zu danken. Es freut mich, dass du unverletzt bist. Ja, entschuldige bitte, dass mein Bruder und seine Freunde dich da reingezogen haben. Na, was soll man da machen? Aber ein junges Team zusammenzustellen, das habe ich noch nie gemacht. Wie soll ich denn am besten vorgehen? Ach, das weiß mit Sicherheit mein Chef. Und der war früher auch mal ein Raufbold und hat sein eigenes großes Team angeführt. Also, er ist also ein Mann mit Erfahrung. Ja, oder nicht, was? Sachiko, wenn du sowas rumerzählst, dann ist es doch schlecht fürs Geschäft. Aber Kiryu möchte doch sein Team vergrößern. Wie macht er das denn am besten? Ach, du hast Mitglieder? Die bekommt man ganz einfach. Es reicht, ihnen ein paar ordentliche Schellen zu geben. Schläge? Ja, es gibt hier genügend junge Leute mit Potenzial in der Gegend. Hier auf dem Land, da denkt jeder, er wäre der Größte. Und daher sucht auch jeder immer nach einer Herausforderung, nach einem Kampf gegen eine starke Person. Wenn du die auf den Pott setzt, dann werden die dir sicherlich aus der Hand fressen. Was? Aber das klingt ziemlich roh und barbarisch. Kiryu, du bist ein sehr fähiger Kämpfer, richtig? Ich kann sowas erkennen, ohne dass ich mit dir kämpfen muss. Wenn dich Leute, die gerne kämpfen, in Aktion sehen, dann wird es niemanden unbeeindruckt lassen. Ach ja? Ich verstehe das ja nicht so ganz, was du sagen willst, aber... Doch, auf jeden Fall. Sogar ich spüre das schon. Hör bloß auf, Chef. Ah, ist doch nur Spaß. Versuch's einfach mal, Kiryu.
Geh in die Stadt und zeig's ein paar Kerlen. Okay, verstanden. Also hier geht's nochmal um das Scouten. Man kann hier irgendwie in Onomichi verschiedene starke Leute finden. Und dann, indem man die im Kampf besiegt, schließen die sich dem Team an. Die haben jetzt immer Team gesagt, also wirklich Team auf Japanisch. Aber es klingt eigentlich eher, als ob es eine Bande ist. Und es ist ja ein Gang-Creator, deswegen spreche ich, glaube ich, in Zukunft lieber von meiner Gang. Das klingt komisch. Wir sind ja keine Sportmannschaft oder so. Ach so, und jetzt gibt es auch die Nachricht, dass ich genug Zeit vertrödelt habe und jetzt auch zur Seilbahn kann, um auf den Berg zu fahren, um mit der Story weiterzumachen. Aber das hat ja mal locker eine Dreiviertelstunde jetzt hier gedauert. Nur eine Sache, dass Kido jetzt den Leuten hier hilft, Okada wieder auf den richtigen Pfad zurückzuholen. Das muss ja mit Sicherheit damit zu tun haben, dass Joes Situation ihn sehr an Nishikiyama erinnert, oder? So eine kleine Anspielung, aber jetzt im Rahmen dieser Side-Activity finde ich echt richtig nett. Ja, interessant. War eine ganz umfangreiche und Tutorial-lastige Folge. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Ryuga Gotoku Shix.